Es gibt nichts, was mich glücklicher macht, als in der Natur zu sein, Vögel zu beobachten, den Moment richtig zu spüren und einfach gleichzeitig voll und ganz in meinen Träumen zu versinken. Ich möchte dich heute mal mitnehmen auf meine kleine Waldtour. Zu Beginn mag ich es wirklich, mit all meinen Sinnen einzutauchen, das Wasser zu spüren, das frische Moos zu riechen und zu sehen, was ich entdecken kann. Und ich habe tatsächlich eine Nebelkrähe entdeckt. Es gibt so viele andere Waldvögel, die man wahrscheinlich eher malen würde. Aber weißt du, warum ich es so schön finde, diese Krähe hier entdecken zu dürfen? Weil ich die sonst immer vor meiner Haustür sehe. Und da gibt es zwar auch Bäume und Wiesen, aber sie leben dann doch eher auf Asphalt. Und sie jetzt hier mal in so natürlicher Umgebung zu sehen, das hat mich sehr, sehr glücklich gemacht und das wollte ich unbedingt festhalten. Die Krähe hat übrigens den Schnabel so offen, damit sie durchgelüftet wird quasi. Also das ist ihre Art, sich abzukühlen. Und diesen Moment möchte ich unbedingt einfangen. Ich finde das sehr spannend, weil das einfängt, wie ich mich auch gefühlt habe. So umgeben von Wärme, von der Wärme des Frühlings und des bald kommenden Sommers. Und darauf freue ich mich so sehr. Und dieses Bild stimmt mich dann schon mal darauf ein. Die Skizze, die ich mit dem Bleistift gemalt habe, vervollständige ich dann mit dem Feinliner. Du musst wissen, wenn ich eine Skizze mache, folge ich den vorgegebenen Linien selten. Also ich male dann doch ein bisschen drumherum, deswegen wundere dich nicht. Ich mag das dann einfach auch nochmal anzupassen und die Dinge ein bisschen anders zu machen, je nachdem, wie ich mich gerade fühle. Es war so schön, da im Wald zu sitzen und die Sonne hat auf mein Papier geschienen und es war einfach auch wieder so ein magischer Moment. Ich bin wirklich so froh, dass ich das erleben darf und freue mich, dass das hier alles so ganz natürlich ist, dass man hier wirklich mal ein bisschen spürt, wie das ist, ein Vogel zu sein, wie das ist, mit der Natur zu leben, einfach zu merken, was um dich herum geschieht und ja, voll und ganz dich damit zu verbinden. Die Skizze kann ich jetzt wegradieren, die brauche ich jetzt nicht mehr. Und dann schnappe ich mir meine Aquarellfarben. Ich mag diese Farben so, so gerne, weil man sie überall mit hinnehmen kann und jederzeit malen kann. Das gibt mir so eine Freiheit, die ich symbolisch auch bei den Vögeln finde, weil die auch jederzeit überall hin können, wo sie möchten. Kiwi war natürlich auch dabei. Der ist auch mal ganz entspannt und mag das sehr gerne, wenn wir uns auch mal die Zeit nehmen, uns hinzusetzen. Weil es ist ja so oft, dass man irgendwie durchrennt durch den Moment und wann nimmt man sich einfach mal Zeit, wirklich zu genießen. Wir hatten hier noch Besuch von einer kleinen Ameise, die hat sich auch noch dazu gesellt. Sogar die Ameise fand es schön. Bei den Farben gehe ich relativ intuitiv vor. Ich schaue zwar auch, was ich sehe, aber ich mag es, das nochmal in meine eigene Sprache zu übersetzen. Zum Beispiel waren die Blätter viel, viel natürlicher. Aber ich fand es toll, jetzt hier so ein richtig knalliges, schönes, frisches Grün zu nehmen. Weil, ja, das einfach das war, was ich gespürt habe. Also ich mag es sehr gerne, dann zu vereinen, was spüre ich, aber was sehe ich auch. Und das so in Kombination zu bringen. Denn ich mag ja generell so den Kontrast, den ich habe beim Malen, dass ich einerseits so träume wie jetzt, wenn so einfach der Schnee der Bäume, der Sommerschnee vom Himmel fällt und gleichzeitig bin ich so in der Realität, weil ich so, so sehr auf den Moment achte und wirklich hinschaue
Und dieser Kontrast zwischen Realität und Träumen, das finde ich wunderschön. Und deswegen lasse ich mir genau diese Freiheit auch, das in meinen Bildern auch darzustellen. Für den Raben werde ich jetzt erstmal so eine grundschwarze Schicht auftragen und dann das Ganze auch nochmal intensivieren, weil er doch ein sehr, sehr dunkles Gefieder hat. Siehst du, Kiwi ist so entspannt, dass er sogar schon einschläft. Das Schöne an den Aquarellfarben ist, dass sie so durchlässig sind. Das heißt, du wirst immer auch deine erste Schicht noch sehen. Und das finde ich auch so symbolisch, weil mir das halt auch so geht im Leben, dass ich mir denke, es ist so schön, wenn man sieht, was man aufbaut. Und wenn du immer noch die unterste Schicht siehst, aber siehst, hey, was ist alles schon dazugekommen? Wie weit habe ich mich schon entwickelt? Und schau mal, das ist doch wirklich ganz niedlich geworden. Ich freue mich super über diesen Moment und dass ich das jetzt hier einfangen durfte. Das bekommt auf jeden Fall einen besonderen Platz, dieses Bild, weil es mich daran erinnert, wie schön es einfach ist, draußen zu sein und wie sehr ich mich auch auf den Sommer freue. Ich hatte sogar das Glück, noch eine Möwe sehen zu dürfen. Das hat mich so, so gefreut. Die erste Möwe dieses Jahr. Und wie sie fliege ich jetzt davon. Danke, dass du dabei warst. Und ich wünsche dir einen federleichten Tag. Bis dahin. Ciao, ciao.